Was sind die Hauptunterschiede zwischen der älteren DJI Mavic Pro Drohne und ihrem Nachfolger, der DJI Mavic Pro Platinum? Da sich die Drohnen stark ähneln, drängt sich natürlich die Frage auf, ob sich das Upgrade überhaupt lohnt. Ich habe beide Drohnen getestet und teile jetzt mit euch meine Ergebnisse. Nicht vergessen, den Daumen nach oben zu hinterlassen und zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Viel Spaß! Beide Drohnen sind Consumer-Modelle der Oberklasse, kompakt und leicht genug, um in jeden Rucksack zu passen und auf jede Reise mitgenommen zu werden. Außerdem sind sie kinderleicht zu bedienen, besitzen Antikollisionssensoren, die Zusammenstöße während des Fluges effektiv vorbeugen, und sie verfügen zudem über Bodensensoren, die Flüge selbst in schwierigem Terrain oder Innenräumen ermöglichen. Beide Drohnen verfügen über dieselbe 3-achsen-stabilisierte 4K-Kamera, die auch RAW-Fotos aufnehmen kann, und massenweise intelligente Flugmodi haben sie auch mit an Bord. Aktuell ist die DJI Mavic-Serie unübertroffen, wenn man Qualität, Preis und vor allen Dingen Kompaktheit zusammenfasst. Aber was sind jetzt die Differenzen zwischen den beiden Modellen? Der erste Unterschied ist die Optik. Während die ältere Mavic Pro Drohne noch auf eine graue Plastikoptik setzte, kommt die neue Mavic Pro Platinum in einem edlen, dem Namen gerechten platinumfarbenen Gehäuse daher. Aber auch die Propeller haben sich stark verändert. Die neuen Modelle messen etwa 21,5 x 2,6 x 1,1 cm und wiegen 7 Gramm, wohingegen die Standard-Plastikpropeller der älteren Drohne 20,9 x 2,3 x 1,1 cm messen und ebenfalls 7 Gramm auf die Waage bringen. Auffällig sind die nach hinten gebogenen platinumfarbenen Flügelspitzen der neuen Propeller, die nicht nur interessant aussehen, sondern die neue DJI Mavic Pro Platinum leiser und effizienter machen sollen. Außerdem hat DJI auch den Einstellwinkel der Propeller leicht angepasst, um die Aerodynamik zu verbessern. Aber mal ganz unabhängig von den Herstellerangaben, machen die neuen Propeller wirklich einen messbaren Unterschied? Lasst uns einfach nach draußen gehen und den Schallpegel der beiden Drohnen vergleichen. Ich habe ein Level Meter mitgebracht und möchte jetzt mal messen, wie groß der Lautstärkenunterschied der beiden Drohnen wirklich ist. Zuallererst werde ich die Lautstärke, die maximale, die minimale und die durchschnittliche etwa aus einem Meter Entfernung zur Drohne messen. Und danach gehe ich noch einmal direkt unter die beiden Drohnen, ziehe sie auf etwa 10 Meter Höhe und messe dann nochmal die maximale, die minimale und die durchschnittliche Lautstärke. Und dann wollen wir mal sehen, ob die neue DJI Mavic Pro Platinum wirklich so viel leiser ist wie angekündigt. Die neuen geräuscharmen Propeller der DJI Mavic Pro Platinum machen einen großen Unterschied. Sie sind nicht nur leiser, sondern sie haben vor allen Dingen auch einen anderen Pitch. Sie sind nicht mehr ganz so hoch und so aggressiv. Das heißt, dass man davon ausgehen kann, dass die Leute die Drohne nicht mehr so aggressiv wahrnehmen. Und vielleicht rennt man dadurch dann einfach mal nicht ganz so vielen besorgten Nachbarn über den Weg. Ich kann sie nur empfehlen. Und sehr, sehr cool ist auch, dass man diese neuen geräuscharmen Propeller auch mit der normalen Mavic Pro einfach benutzen kann. Produktlinks findet ihr natürlich in der Beschreibung unter dem Video. DJI hat aber nicht nur die Propeller, sondern auch die ESCs, die Electronic Speed Controller, erneuert, die dafür zuständig sind, die Eingaben des Piloten in präzise Instruktionen an die Motoren umzusetzen. Hört sich eher technisch und nicht sonderlich spektakulär an, vor allen Dingen liegt das aber auch daran, dass man die ESCs von außen nicht sieht. Frage also, hat sich das Flugverhalten dadurch wirklich verbessert? Beim normalen Flugverhalten der beiden Drohnen konnte ich jetzt keine großen Unterschiede feststellen, aber es gibt einen Unterschied, und das ist einfach, dass die ESCs bewirken, dass die neue DJI Mavic Pro Platinum länger in der Luft sein kann. Sie kann länger fliegen, etwa 3 Minuten, und da im Flug wirklich jede einzelne Minute zählt, ist das ein großer Vorteil der neuen DJI Mavic Pro Platinum. Liegt die verlängerte Flugzeit wirklich an den ESCs und nicht etwa an den Akkus wie sonst üblich?
Absolut, denn die Akkus beider Drohnen sind technisch fast baugleich und verfügen über dieselben Spezifikationen. So lassen sie sich auch gegenseitig austauschen, was toll ist, wenn man zur neuen Mavic Pro Platinum upgradet, da man nicht alle Akkus neu erwerben muss. Wer aber die neuen Akkus in die alte Drohne einsetzt, kann damit zwar fliegen, nicht aber die Flugzeit verlängern. Den finalen Unterschied markiert der Preis. Da dieser sich aber zu dem Zeitpunkt, an dem du das Video schaust, schon verändert haben kann, empfehle ich dir, auf die Produktlinks in der Videobeschreibung zu klicken. Da der Unterschied aber nur minimal ist, lohnt es sich, über den Erwerb der technisch verbesserten DJI Mavic Pro Platinum nachzudenken. Das war's schon mit den Unterschieden, denn so groß sind die gar nicht bei diesen zwei Drohnenmodellen. Ich kann einfach nur sagen, die Kamera ist dieselbe, Obstacle Avoidance, also die Antikollisionssensoren, sind die gleichen. Ich würde mir definitiv die neue DJI Mavic Pro Platinum holen, wenn ich ganz generell in eine neue Drohne investieren wollen würde. Aber wenn ich schon die normale DJI Mavic Pro besitzen würde, würde ich einfach bei der bleiben, würde mir die neuen Propeller dazu holen. Die neuen geräuscharmen Propeller, die kosten wirklich nicht viel. Produktlinks sind unten in der Beschreibung unter dem Video. Und dann ist man auch auf der sicheren Seite. Aber natürlich diese 3 extra Flugminuten zu haben, ist schon ziemlich nice. Und dem zu widerstehen, kann auch schwer fallen. Also ich würde sie auf jeden Fall holen, die Mavic Pro Platinum, wenn es eh eine neue Drohne sein soll. Dann sollte man die paar Euro, die sie extra kostet, einfach investieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt den Daumen nach oben und das Abonnement nicht vergessen. Stay tuned, fly safe.